vor 27 Jahren wäre es undenkbar gewesen, an dieser Stelle hier zu sitzen und zu vloggen. Also aus mehreren Gründen, aber ja. Guten Morgen, ich bin in Berlin und sitze auf dem Fahrrad und es fängt an zu regnen. Das ist mal gerade mega behindert. Ich muss mir erstmal eine Jacke besorgen, weil die habe ich nämlich vergessen. Ich bin mittlerweile klatschnass, aber zum Glück gibt es hier meinen Lieblingsklamottenladen und den gibt es in Deutschland nur in Berlin. Boah, viel besser. Aber es hat auch aufgehört zu regnen. So, jetzt suche ich mir ein schönes Café und dann erzähle ich euch mal, warum ich überhaupt hier bin. Also ich bin in Berlin, weil ich bin heute und morgen auf YouTube Creator Days im YouTube Space Berlin. Und ich bin mal echt gespannt, wie es bei YouTube hinter den Kulissen aussieht. Doch Zirkus Halligalli. Yo, das waren echt zwei coole Tage hier in Berlin bei YouTube. Hat richtig Spaß gemacht, richtig nette Leute kennengelernt. Vor allem mal ein Gesicht hinter YouTube kennengelernt. Die sind auch super nett. Sie sind extra aus London gekommen, vom YouTube Europe Hauptquartier und haben hier mit uns so ein paar Kurse gemacht, so ein paar Kanalstrategien besprochen und so weiter. Also ich kann jedem, der YouTube macht, nur empfehlen, mal an so Creator Days teilzunehmen und am Content Lab und so weiter und so fort. Mega spitze. Wurden auch mit extrem geilem Merchandise-Stuff ausgestattet. Tüten, Aufkleber, Hefte. Vielen Dank dafür und vielen Dank vor allem für die zwei coolen Tage. Habt ihr super gemacht, hat mir super gefallen. Ich komme auf jeden Fall wieder. Hier für den Aufkleber von YouTube natürlich auch noch ein Pimp-Tipp. Und die mich noch nicht kennen, eigentlich baue ich ja im Moment einen Defender zu einem Camper um damit um die Welt zu fahren. Von der Rostlaube zum Abenteuermobil und dann um die Welt, die Sunnyside Trophy. Vielleicht könnte ich ja auch noch mal eine zweite Rubrik einführen. Wie zum Beispiel so ein Ding, wo ich hier mit euch über irgendwelche Sachen laber und in Austausch komme, anstatt nur meine Geschichte über den Land Rover zu erzählen. Wenn ihr darauf Bock habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ein bisschen Interaktion. Ich habe ja auch was gelernt. Ich muss ja auch zugeben, das habe ich jetzt bei YouTube gelernt. Interaktion mit den Zuschauern. Und das will ich da jetzt natürlich auch mal ausprobieren. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, ihr könnt The Sunnyside extrem unterstützen, wenn ihr den Channel abonniert. Das ist kostenlos. Hier oben, hier irgendwo um den Bildschirm herum, ums Bild herum. Drückt auf Abonnieren. Natürlich freue ich mich auch über Kommentare und Daumen hoch. Ich war der kleinste Channel fast da. Die waren alle so riesig. Ich bin mit dem Zug hier. Da ist mir aufgefallen, weil ich stecke gerade in einem extremen Drohnendilemma. Ich habe mir vor 3 Wochen eine Drohne gekauft. Die damals aktuellste, die Phantom 4. Für die Leute, die jetzt nicht technikmäßig drauf sind, DJI ist der Hersteller. Es kommt eine neue Drohne, die einfach extrem klein ist. Literally fits. Can you see that? It literally fits in my pocket. This is the drone. Babydrohne. Ich trage diesen Koffer mit mir rum. Ja, das Teil ist so groß. Die Fernbedienung dazu ist nochmal so groß. Und das neue Teil ist einfach nur noch so groß wie diese Fernbedienung. Jetzt stecke ich halt in diesem Dilemma. Kennt ihr das? Ihr überlegt euch so lange irgendwas zu kaufen. Brauche ich das? Brauche ich das nicht? Und dann kauft ihr es euch. Und 2 Minuten später kommt was Neues. Irgendwie Geileres auf dem Markt. Und in dem Fall ist es ja nicht nur irgendwie, dass irgendwie wie ein neues Telefon ist, das irgendwie 3 neue Klingeltöne hat oder eine andere Farbe. Diese Größe ist einfach für meine Bedürfnisse extrem genial. Tja, und jetzt stecke ich in dem Dilemma, was mache ich? Behalte ich die Drohne? Verkaufe ich die wieder? Kaufe mir die neue? Wie viel ist mir das überhaupt wert? Wie viel wäre es euch wert? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr machen würdet in meiner Situation. Caro sagt, behalt die doch, ist doch im Auto egal, wir haben doch Platz. Ich sag, nee, komm, lass die verkaufen und die andere besorgen. Tja, was macht man da? Ich bin doch nicht so der Typ, der irgendwie da sagt, jetzt warte ich erstmal und warte, sonst kann man immer warten auf was Neues, weil es kommt ständig was Neues raus. Irgendwann muss man auch mal Nägel mit Köpfen machen. Mir ist das schon so oft passiert, ich habe keine Ahnung, ich habe da absolut kein Talent, mir im richtigen Moment Dinge anzuschaffen. Keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich nicht.
Also, aus der Hauptstadt, der Zentrale der Macht, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag der deutschen Einheit und lasst es euch gut gehen. Ich sage immer, der Weg lohnt sich. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.